Vorhin können wir da nicht mehr. Die Lage hier im Süden der Steiermark bleibt absolut angespannt. Seit gestern enorme Regenmengen, 150, vielleicht 200 Liter regional, lokal pro Quadratmeter Regen. Und die letzten Wettermodelle sagen auch uns hier in der Südsteiermark, uns Einsatzkräften, die wir seit insgesamt fast über 20 Stunden schon im Einsatz sind, dass wir mit 50 bis 80 Liter neuerlichen Regen rechnen müssen. Das heißt, das wird wohl noch eine sehr, sehr dramatische Nacht werden. Also für die Siedlung werden wir evakuieren müssen. Das ist ein Daumen, der ist aber auch nicht zum Halten. Wasser druckt immer nach. Und ja. Motor, Motor, so.